Yo Leute, willkommen zurück zu Pokémon Platin hier in Jubelstadt. Hallo, hi, ich bin der Präsident der Pocket-Gesellschaft. Hallo, hi, dein Geduld wird nun belohnt. Ich habe ein neues Zubehör für dein Pocket fertig. Ja, tatsächlich für jeden Arena-Leiter, den man besiegt, bekommen hier ein neues Pocket-Zubehör für alle zwei. Ja, das ist ein Notizblock. Er ist nun das, was er ist. Hallo, hi, ich bin der Präsident der Pokémon-Gesellschaft. Hallo, hi, Geduld zahlt sich aus. Ich habe ein neues Zubehör für den Pokémon entwickelt. Landkarte, da ist der. Auf der Landkarte kann man Markierungen setzen. Eine Karte ständig eingeblendet werden kann, ist schon sehr praktisch. Findest du nicht? Du kannst da auch Markierungen einzeigen, klasse oder nicht? Hallo, hi, ich bin der Präsident der Pokémon-Gesellschaft. Hallo, hi, vielen Dank für deine Geduld. Ich habe ein neues Zubehör für den Pocket-Reger. Nicht so schnell, Herr Linkfinder. Der Linkfinder zeigt verfügbare Hotspots für drahtlose Verbindungen an. Ich denke schon, dass es sehr nützlich ist. Man sehen kann, wie viele Leute gerade miteinander kommunizieren. Zum Beispiel im Connex Club. Ja, wenn es nicht jedes Mal synchronisieren. Attackentester. Ah, das ist auch cool. Mit dem Attackentester prüfst du, welche Attacken zusammenpassen. Prüf, wie einzelne Typen aufeinander wirken, damit eure Angriffe sehr effektiv werden. So werdet ihr stärker als je zuvor. Hat er noch was? Nein, das war tatsächlich, hat die gar nicht mal so viel Zeug für uns, dass ich habe gedacht, das wäre inflationärer, als es gibt. Also, sollten wir ab und zu mal vorbeischauen. Wir werden nun zurück nach Sonnenweg in die Stadt erkunden, diesen Part von Platin, von Pokémon Platin. Dann können wir die Arena auch direkt noch machen, denke ich. Also, oder beziehungsweise anfangen, hoffentlich mal sehen. Einst träumte ich davon, Arenenleiter zu werden. Mein Traum hat sich zwar nie erfüllt, aber ich lebe mit all den wunderbaren Pokémon. Es ist ein gesegnetes und glückliches Leben. Unglaublich, du bist sowas von cool. Du hast ja schon 7 Orden. Du brauchst ja nur noch einen, um die Liga herauszufordern. Ja. Yeah. Um den Mangel an Raum wettzumachen, baut die Stadt Straßen aus Solarfeldern. Unsere Straßen versorgen uns nur mit sauberer Energie. Meiner Ansicht nach sind sie ein Symbol für den Überlebenswillen Sonnewegs. Ja, Sonnewegs extrem cool ist eine Stadt mit Solarzellen, das 2000... Oh, 7 ist Diamant und Perle erschienen. Was 2.7? Ich müsste lügen, wenn ich sage, ich weiß, oder was 2.8? 2.7, 2.8, irgendwann so. Platin war, glaube ich, 2.9. Ich bin ultra geil immer vorbereitet auf dieses Spiel. Lass mal zurückgehen, also. Wenn ich jetzt die Stadt erkunde, ich mache das in der Arena, denke ich nochmal drüber nach. Stadt verbraucht viel Strom. Vor allem der Leuchtturm und die Arena sind wahre Stromfresser. Am Ende haben sie ein Teil der Straße mit riesigen Solarzellen gepflastert. In Sonnenweg scheint ständig die Sonne, da ist das System einfach perfekt. Ja, ich finde es so genial, wie man sie umgesetzt hat. Dies hier sind die große dies ist eine Großstadt am Meer, außerdem ist es das Tor zur Pokémon-Liga. Ja, das ist ja schön. Jetzt hoffe ich auch, dass wir hier trotz einer sehr großen Stadt nicht allzu viel Theater haben. Hier laufen wir übrigens um Solarzellen. Später hier mit aktiv die Leistung in den Leuchtturm machen wir auch gleich. Der Rennleiter übertreibt es mit seiner Elektrizität. Er muss auch mal an die Stadt denken, die braucht doch auch Strom. Nee, hier reicht Elektrizität, kann der doch schlucken ohne Ende. Jetzt, welcher Typ wird der wohl haben? Schwer zu erraten. Dieser riesige Fels, ist es nicht dein Pokémon? Mal schauen. Ja, das sieht doch mal Pfaxo aus, zumindest in meinen Augen war das immer mal Pfaxo. Oh, da unten, die gute kennen wir doch. Oh, da ist Ignaz, da. Komm, reden wir mal mit ihm. Hey, du da, er ist noch nicht zurück. Wenn er wieder da ist, weißt du, was du zu tun hast. Liefere ihm einen Kampf, den er so schnell nicht vergessen wird. Das erinnert ihn an seine Passion für den Kampf. Ich verlasse mich auf dich, Heißsporn. Na klar doch. Also gut, ich weiß gar nicht, was ich jetzt erstmal soll. Machen wir doch die Häuser hier oben gerade. Was ist denn das hier? Vielleicht mal lesen sollen. Oh, hallo. Was bist du denn für ein süßer Trainer? Mein Mann ist demnächst ständig irgendwo weit unterwegs. Ich sehe nämlich danach, ihn endlich wieder bei mir zu haben. Allerdings kann das ganze Warten ganz schön langweilig werden. Ich habe eine Idee. Besuch mich abends, erzähl mir Geschichten, ja? Oh, jetzt soll ich sie morgen besuchen. Das ist ja ekelhaft. Na, mal gucken, ob ich dran denke. Wenn nicht, das ist auch nicht so wichtig. Es gibt ein paar Sachen, die muss man hier unbedingt machen. Ich hörte, dem Galaktik führt nichts Gutes im Schilde. Aber hier in Sonnenweg haben wir noch nie jemanden von dem Team gesehen. Dass selbst wenn sie kommen würden, an unserem Arenenleiter folgen, da kommt keiner vorbei. Ja, der Typ scheint tatsächlich stark zu sein. Aber das wollen wir mal in der Praxistest dann erfahren. Vor langer Zeit lebt hier ein junger Mann namens Cyrus. Er mied die Menschen, fühlt sich in der Gesellschaft maschinenwohler. Ich erinnere mich noch, was er... Er war ein guter Schüler. Was wurde wohl aus ihm nun? Ja, das habe ich gut noch so im Augenwinkel mitgelesen, oder? Ja, Cyrus, wir wissen leider, was aus ihm geworden ist. Mensch, der Pokémon passen ihr Leben und jede Umgebung an. Wir tun all das nur, um so zu überleben. Und wer bist du denn? Irgendwie fühle ich mich in dieser Stadt zu Hause. Es liegt am Meer und da drüben ist der Leuchtturm. Oh, wenn du den Arenenleiter nicht hast, musst du wieder umkehren. Ja, ist tatsächlich so.
Man kann hier schon hoch und die Route machen. Hey, das ist cool. Aber machen wir natürlich nicht. Obwohl es sich lohnt, weil die Arena ist tatsächlich nicht zu schwach. Aber es soll ja auch ein bisschen challenging sein, das Ganze. Von daher passt das. Das ist natürlich die 6. Arenaleiterin aus Johto. Werden wir vielleicht im... Oder werden wir sehr wahrscheinlich im Nachfolge-Display zu Pokémon Platin kennenlernen. Das Onyx-Markt ist bekannt für seine große Auswahl an Stickern. Ja, und da werden wir auch mal shoppen gehen. Siehst du den Stickerhändler da? Er hat keine Sticker auf Lager, die ich wollte. Naja, vielleicht morgen. Ja, da wächst auch so ein Angebot täglich. Relativ cool. Ich spiele doch nicht etwas, einfach das Tollste. Und Blaster spiele erst. Ich bin ein riesiger Fan des Wifi Blaster, also mache ich einfach Werbung dafür. Ja, da bin ich sofort bei dir, meine Beste. Ja, dafür ein wenig deine Zeit in Anspruch nehmen. Du bräuchst es nicht. Willkommen, kann ich dir helfen? Hier kann man Sticker tatsächlich kaufen. Was kaufen wir hier mal? Kaufen wir nochmal 3 Stück. 3 Stück von jedem. So, ich mache vielleicht auch mal ein paar Sticker. Bald mal sehen. Ich muss ja sowieso ein wenig was. Also, werden ein paar Ballkapseln bald machen. Das kann ich vielleicht zeigen, je nachdem, wie viel Zeit wir noch am Partende bald haben werden. Weil, wenn ich mir irgendwann ein Partende habe, wo ich nichts zu tun habe, da passt das dann. Dann können wir mal sowas in die Richtung machen. Das geht dann schon, denke ich. So, was willst du denn? Oh, der Rechtsplitter, du musst mir anstrengen. Dann gebe ich dir dein Pokémon ein schönes Geschenk. Ja, dann dürfte Altaria, dem habe ich ja Draco mit vorbeigebracht, oder? Ja, cool. Ja, wird natürlich für Drachentanz dann für Drachenklaue rausfliegen, wenn ich einen Drachenklaue bekomme auf Feuer. Oder Altaria, du musst mir anstrengen. Sag mal, brennt dir der Kittel? Meine Altaria einfach so wegzudissen. Ich glaube, der spinnt's. Ja, egal, mit solchen Leuten, weil wir nichts zu tun haben, da halten wir ganz viel Abstand. Oh nein, was ist denn hier los? Du musst die Sphären, wenn du Sphären vergreifst, wachst du jeden Tag ein bisschen. Das ist schon eine seltsame Sache. Oh, stimmt ja. Ich sollte meine auch mal ausgraben, das habe ich schon fast vergessen. Naja, das macht nichts. Oh nee. Komm, nerv nicht. Begib dich in den Hintergrund und erlebe ein tolles Abenteuer. Ja gut, immerhin sind die Kurze. Über die Fahne der Freunde, um deine Geheimbasis aufzupolieren. Versuche deine Basis zu tarnen. Mach gleichzeitig die Basis deiner Freunde ausfindig. Warst du kürzlich im Untergrund? Je nachdem, wo du hinabsteigst, gelangst du an verschiedene Orte. Deshalb kommt mein Vorschlag an möglichst vielen Orten zum Einsatz. Hier im Untergrund haben wir leider im Moment nichts mehr zu suchen, weil es hat nichts Relevanz für uns gibt, außer vielleicht noch ein paar coole Items. Die Sphären, die du unter der Erde gefunden hast, sind wie Edelsteine. Du kannst sie gegen allerlei Nützliches eintauschen oder doch nicht. Manche fallen dort unten, entschärfst du mit dem Touchpen an oder mit dem Mikrofon. Deswegen muss ich etwas aufpassen. Mit dem Mikrofon habe ich natürlich logischerweise nicht. Der Untergrund an Ewigenau und Adamus Flitbox sind verwandt. Nimmt man Adams und Fight dazu, hat man den Trio hervorragender Bergleute. Oh shit, da halt mal lieber auch ein bisschen Abstand. Gucken wir uns noch den Markt an. Jetzt sind wir auch schon mit der Erkundung von Sonnenweg fertig. Ist gar nicht mehr so lange gedauert. Dann können wir locker noch mit der Arena anfangen. Nachdem wie lange es der Leuchtturm auffällt. Ich habe von der Siegestraße gehört, die direkt zur Pokémon-Liga führt. Man sagt, an der Straße lauern viele Gefahren. Am besten packe ich so viele Items und Mediziner, wie ich tragen kann. Ja, das ist ja eine gute Taktik. Auf dem Sonnenwegmarkt kaufe ich mir ganz viele Sticker für meine Pokébälle. Wenn ich die Sticker cool verwende, beeindrucke ich sicher meine Pokémon. Und ich finde diese Sonnenweg-Musik so cool, da werde ich sogar heute ausnahmsweise mal aufs Fahrrad verzichten. Wir wollen ja nicht diese schönen Solarzellen hier verkratzen. Also müssen wir erstmal zum Leuchtturm kommen, der war hier. Nein, da war es die Kraxlerhütte. Ah, das war erst noch ein Pokémon, habe ich ja ganz übersehen. Gut, dass ich hier noch hin bin, ein Donnerstein. Damit kann man gewisse Pokémon, Evoli, weiter zum Beispiel weiterentwickeln. Kann man noch mehr Donnerstein weiterentwickeln? Das ist eine gute Frage. Elisard, glaube ich, oder war der ein Leuchtstein? Das ist eine exzellente Frage, was alles per Donnerstein zum Beispiel entwickelt. Auf jeden Fall nicht allzu viel. So, hier kommen wir direkt nach oben. Ist nicht wie in Johto, so ein riesiger Leuchtturm mit Pipapo. Hier tatsächlich etwas anders aufgebaut. Hier oben auch nur 2 Leute plus einer, der aussieht wie ein Arenaleiter zumindest. Der Leuchtturm symbolisiert für uns Seeleute Schutz und Sicherheit. Ist nicht genial, wie weit man mit dem Fernglas sehen kann? Ich meine, werde ich zusammen mit meinen Pokémon diese Ferngegenden bereisen. Du bist also der neueste Herausforderer der Arena von Sonnenweg. Also gut, meine Entscheidung ist gefallen. Wenn du zu schwach bist, suche ich die Herausforderung in der Pokémon-Liga. Die Arena habe ich fertig renoviert. Also hält mich nichts mehr hier. Vor allem will ich Kämpfe austragen, die mich wieder fordern. Als Herz der Arenaleiter in Sinnoh werde ich mein ganzes Arsenal an Pokémon gegen dich schicken. Yes, darauf freuen wir uns doch schon hier auf einen richtigen Härtetest. Und glaub mir, ich denke nicht, dass das so leicht wird, weil sein stärkstes Pokémon relativ interessantes Moveset hat. Und das ist ein Ort, den wir auch sehr bald kennenlernen werden. Ich bin gerade tatsächlich noch im Überlegen, ob vielleicht für Siegestraße mir nicht einen Gast hinzuhole. Das wäre eigentlich eine durchaus interessante Option. Ich glaube, das würde ich vielleicht sogar machen, den guten Chase oder so. Werden wir dann sehen. Auf jeden Fall jetzt nehmen wir dann doch mal das Fahrrad, denn wir wollen hier ja heute noch was machen in der Arena.
Ja, genau so. Hier geht's in die Arena hinein. Wunderbar. Dam dam dam, da dam badam. Hey, du, der ist endlich zurück. Außerdem scheint er motivierter zu sein als sonst. Vermutlich hat er schon gemerkt, wie alles bei dir sein wird. Ich wette, er kann es kaum erwarten, dir nicht anzutreten. Denk dran, was du tust, Highspawn. In der Hitze des Gefechts springt der Funke des Kampfes auf ihn über. Na dann, na los dann, ich warte auf dich in der Pokéliga. Tschüss, Ignaz, wir werden uns sehen, auch wenn du nicht die Herausforderung der Liga wirst, höchstwahrscheinlich. Hallo, was macht die Kunstpaltiger Champ? Lass mich mal deinen Trainerkopf sehen, verloren hast du? 1, 2, 3, wow, du hast schon 7. Das heißt ja, du, wenn du diesen Arena besiegt, bist du bereits auf dem Weg zur Pokémon-Liga. Dann ist es auch das letzte Mal, dass ich dich beraten kann. Also, hör mal zu, Kindchen. Nur noch dieses letzte Mal. Der Arenaleiter ist ein Meister der Elektro-Pokémon. Mehr gibt es nicht zu sagen, den Rest musst du selbst erledigen. Wow. Vielen Dank, Guido. Heißt, glaube ich, Guido, oder? Ja, recht besser ist sehr gut. Wirst du es bis zum Arena schaffen? Bist du ganz sicher? Ja, bin ich. Bin heute auch super motiviert, weil ihr müsst wissen, ich habe heute nur 2 Stunden Schule. Ich habe heute nur Big Band. Oh, Level 47. Oh, oh scheiße. Ich glaube, da sollte ich vielleicht doch nochmal überlegen, wie wir dann die ganze Sache hier angehen. Also, der Renner will nämlich auch 49 haben, vermute ich mal. Bitterkuss geht daneben, das ist schon mal gut. Holzhammer. Ich verwende ja auch Holzhammer vor Blizzard. Grund sollte bekannt sein, wegen einem. Einfach weil mehr AP und so. Und auch in meinen Augen leicht stärker immer noch. Muss ich mal schauen. Dann gehe ich jetzt trotzdem auf. Reicht Eissplitter vielleicht? Nehmen wir Eis. Ich probiere es mit Eissplitter. Ah, Hypertrank. Das ist natürlich jetzt ein bisschen ungeschickt. Aber ist ja egal. Schlussendlich. Muss mal schauen, wie es mit. Na, Pazirisu hat, glaube ich, die bessere Spezialverteidigung. Das ist immer so eine Sache hier. Dass die Verteidigungswerte zu erraten quasi. Und Problem ist halt auch der Bitterkuss. Obwohl ich es, da ist eh schon, jetzt nehme ich jetzt den Blizzard hier raus. Ich glaube eh nicht, dass ich hier allzu lange mit ihm kämpfen kann. Superzahn zieht die Hälfte der KP ab. Relativ uncool. Aber ich möchte Rex Bizarre hier größtenteils wirklich in die Front schicken. Da er in meinen Augen wirklich die beste Option hier ist gegen die Arena. Und vor allem, wir sehen ja schon die Trainer verwenden Tränke, also das kann einiges an Zeit beanspruchen. Eissplitter, und jetzt werde ich halt einfach ein paar kumumelige Spam da. Kumumelige Spam, das ist ja egal. Juckt ja keinen. Zumindest mich nicht, also von daher ist mir das relativ egal. Das Geld kriegen wir ja wieder raus, da dürfen wir nicht geizig sein. Okay, das Geld kriegen wir nicht wieder raus, für die kumumelig schon, aber müssen wir einfach sehen. Pro Trank, wir kriegen mehr Geld im Endeffekt wieder rein, als wir rausgeben. Von daher können wir auch Tränke verwenden, das ist gar kein Ding. Wilde Pokémon müssen wir fürs Erste nicht fangen. Die 3 Feen sind natürlich zeitnah dann zu. Ah, das bringt gar nichts hier. Ja, doch, bringt's ja wohl was. Hier muss man das so machen, dreht sich hier nämlich. Eine kurze Arena-Rätsel, das ist eigentlich ganz geil. Weil man muss hier immer auf diese Sachen, auf diese Schalter treten. Nachdem welche Farbe sie haben, drehen sich die Rätseln entweder um ein Viertel, ein Halb oder 3/4. Und damit kann man ganz schön interessante Sachen machen. Auch die Dinger am Rand drehen sich. Ich weiß gerade nicht, wie die heißen, genau. Oh, Magneton. Gut, da werde ich dann. Trotz, dass Ramaido mit RPM doppelt effektiv trifft, nehme ich da unsere gute Hanna rein, weil Pat lasse ich sicher nicht in einem Stahl-Pokémon drehen. Das wäre ein Himmelfahrtskommando. Ich hoffe auf eine Stahlattacke, Lichtkanone oder sowas. X-Tempo, Initiative erhöht das jetzt natürlich so mäßig gut. Und können wir arbeiten. Wahrscheinlich besser, als wenn er uns eine Elektroattacke reindrückt. Jetzt hoffe ich nur, wir überleben hier was mit Hanna, weil wir wissen ja, wie es bei ihr da aussieht mit Attacken überleben und so. Nicht allzu gut, nämlich. Ja, die Arena wird hart. David kann es hier überhaupt nicht helfen. Das ist wahrscheinlich ein Gerock auf Level 20 die bessere Option. Flammenwurf, holy shit, ey, wie viel Schaden das Magneton hier gerade gemacht hat. Das ist ja echt nicht schön. Es muss halt hier der Flammenwurf reichen. Zumindest in Kombination mit dem Hagelsturm. Und das ist gut. Was vor allem gut finde ich, Arena, ist, dass die Trainer hier alle nur ein Pokémon haben. Das gefällt mir. Hat mich relativ gute Herausforderungen. Und gleichzeitig sieht man trotzdem, oder muss man denen keine doppelten Pokémon geben. So, einfach eine Kumumilch pro Kampf, dann kommen wir da ganz gut durch, denke ich. So im Endeffekt, ja. Ich denke, der Pikachu-Typ da hinten wird mehr haben. Bei dem weiß ich nicht genau, was aussieht. Also, ich wollte überlegen, wie es mit den Pokémon-Edition aussah. Also, 2.16 Sonne und Mond, 2.14 Oras, 2.13 XY, 12 Schwarz-Weiß 2, 11 Schwarz-Weiß 1. Dann bleibt 10 Hardgold, Soul Silver, 9... 2009
Pokémon Platin 2827, Diamant und Perl. Ja, so war das dann wohl, weil Platin war relativ sicher 2,9, oder? Natürlich vertue ich mich jetzt hier komplett. Das war 2,8 und 2,7 schon. Also, Magnetbombe ist sehr, sehr gut. Die Attacke macht nämlich nicht so viel Schaden hier an der Stelle. Damit kann ich leben. Heilsturm ist natürlich etwas uncool. Ich weiß noch nicht, ob ich mit Rexblizzard noch weiter im Lead kämpfen soll, aber. Weil, wenn ich ihn halt rauswechseln muss, dann gibt es immer relativ heftigen Schaden in unser Team. Deswegen werde ich im Arena-Kampf auch ihn nicht als erstes ziehen. Ich glaube, Rexblizzard ist so ein bisschen, naja, ein fragwürdiges Teammitglied, aber. Come on. Kann man schon machen, oder? Naja, Fakt ist, wir kriegen erstmal ein paar Erfahrungspunkte, zwar nicht so viel und kriegen auch jetzt hier Hagelschaden, aber ja gut, damit müssen wir halt leben. Es kommt Luxio rein, das ist ein Fall für, ja, für Defense mit dem Draco Meteor, würde ich sagen. Das kann ja hoffentlich noch kein Eiszahn, oder geht mir der Monitor wieder aus, das heißt, wir sind mit 15 Minuten bei der Aufnahme drüber. Ich habe die Maus übrigens angestupst. Hallo. Ich sehe ja nichts, jetzt muss man ganz kurz gucken. So, jetzt sehe ich wieder was. Holy crap, Draco Meteor! Die Taktik sieht so mega geil aus, Freunde. Bam, bam, bam! So. Ja, wie ein kleines Kind hier rumbrüllen. Oh, ich weiß echt nicht, ob wir dem Light hier schon gewachsen sind mit den Leveln. Das ist ein krasser One-Hit gegen ein Luxio, Alter, auf dem gleichen Level mit Draco Meteor mit einer neutralen Attacke. Das ist schon heftig, Freunde. Das müsst ihr mir schon glauben, also. Aber sie haben noch ein Pokémon. Na, leider sind die Spezialangriff dadurch stark und mich sollte Altaria dann umgehen, draus nehmen. Es kommt noch ein Luxio. Das kriegt ein Gift-Tipp von Leo ab. An der Stelle ich jetzt auch natürlich Holzhammer nehmen können, aber ich weiß ja nicht, ob, wie es bei dem so von Bedrohr und so weiter. Ah, bis wir mit Bedrohr aussehen, deswegen holen wir Leo rein. Ja, genau, so sieht's aus. Aber es hat kein Bedrohr, das heißt, wir können hier gut angreifen. Gift-Tipps sind sogar schneller. Das ist ja auch nicht mehr heutzutage so selbstverständlich. War nicht Leo derjenige, der von Garros outspeedet wurde? Nee, das war Nick. Leo weiß gar nicht, was bei dem aussah. Ich glaube auch. Auf jeden Fall Nick wurde aus Speed, da war ich dann relativ sauer. So, hier oben der nächste Trainer. Der dürfte ein paar Pikachus uns entgegenwerfen. Yay. Sieh an, wie ich rumlaufe. Man sieht ja wohl, dass ich krass drauf bin. Ich sollte mir eigentlich auch mal Themen raussuchen, zum drüber reden. Das Problem ist halt, ich weiß nicht, über was aktuelles reden kann, weil der Part hier ist, ja, mittlerweile fast 50 Parts hinter der Veröffentlichung. Also das hier ist der Part 53, glaube ich, veröffentlicht sind im Moment 7, wenn ich lügen muss. Also richtig gestörter Typ hier am Start in meiner mit meiner Wenigkeit, muss man schon mal sagen. Also was Platin angeht, da bin ich schon heftig drauf. Geschnitten oder fertig gemacht sind gerade 26. Schneiden bin ich gerade irgendwo bei Mitte 40, so einen ersten Schritt. Ich musste immer in mehreren Schritten schneiden. So erster Schritt ist immer hingehen. Die Audio ging dann abpegeln, dann Touchscreen, Topscreen. Einzeln rendern, also ich habe jetzt erstmal die Audio gehen dann abgepegelt, das ist schon immer genug Anfang, Ende schneiden. Jetzt immer noch so ein paar Spezialparts, die ein bisschen interessanter zu schneiden sind, wenn ihr wisst, wie ich meine. Das bezieht sich jetzt auf sowas wie, wie die Parts mit, die Backtracking-Parts oder auch den Großmann-Part, da muss ich gucken, wie ich die noch schneide, das habe ich jetzt noch nicht gemacht. Das auf jeden Fall abpegeln muss ich immer machen, danach durch die Screens, wie gesagt, einzeln rendern. Das ist auch immer schon relativ interessant. Und ich könnte mir vorstellen, dass ich hier vor dem Leiter noch die Route oben dran machen sollte. Also, weil das ist schon ein bisschen heftiger. Jetzt ehrlich gesagt, toll Bock auf den Leiter, muss ich sagen. Ich werde mir auch nicht angucken, wie er irgendwie leadet oder so. Das ist nämlich ein bisschen lame. Ich werde eh mit Nick, denke ich mal, leaden. Das sollte relativ gut sein. Pikachus hier reißen nämlich gerade nicht so viel. Ich werde gegen das nächste auch auf Blizzard gehen. Grund sollte bekannt sein, damit ich mich hier nicht selber erledige durch eine Attacke. So, 700 Erfahrungspunkte sind halt einfach zu wenig für ein gescheites Training. Das ist halt das Problem. Ich werde auf jeden Fall für der Liga Offcam leveln müssen, ohne Ende. Ich rechne damit, dass ich bestimmt 5 Level aufs Team draufpacken muss, dann schafft man die Liga nicht. Weil bei der Liga, die haben hier Arena Marke 49, die Liga, glaube ich, das stärkste ist 62 oder 64. Und wir sind im Moment 20 Level drunter. Ich glaube nicht im Ernst, dass wir das durch die Siegestraße reinkriegen. Also 53 soll ich schon haben. Also ich kann mit 6, 7 Level kann ich gegen Champ drunter gut agieren. Aber mehr wird halt dann schon ein bisschen schwer zu verantworten. Soll ich Nick noch ein bisschen leveln, weil der im Arena-Kampf wichtig wird. Wir sind schon sehr, sehr viele Trainer. Also werde hier, glaube ich, auch einfach dann gleich den Cut setzen nach dem Kampf. Jetzt sind wir bei 20 Minuten, das passt dann. Der hat einen Raichu, das ist gut, das können wir One-Hitten. Mit
Erdbeben. Da Steinhang ist ja mittlerweile unsere stärkste Gestalt-Attacke. Das Slam juckt mich nicht die Bohnen. Das kriegen wir wahrscheinlich zumindest größtenteils wieder zurück durch Erdbeben. Die Attacke ist ja echt mächtig, muss man schon mal sagen. Ich hätte mir echt gerne einen Waldschall noch gegeben, dem guten Nick. Aber ich glaube, das wird trotzdem gegen Raichu nicht allzu viel helfen. Ich schätze, das stärkste Level könnte 49 oder 51 sogar sein. Also, wir haben jetzt schon das starke Level. Am Anfang waren wir vom Level, voll lame, bist ja voll drüber und pipapo. Das ist klar, wenn man ein volles Team hat, dann ist man immer vom Level her drunter. Das ist halt auch eine Sache, die könnte man langsam mal versuchen zu beheben. Aber ist es gut? Passt schon. Komme ich mit klar. Aber für Spieler, die jetzt gern ein vollständiges Team haben, die sollen die großen Player orientieren, aber selbst halt nicht den Skill haben. Das gibt's ja, dass man halt noch nicht so viel Erfahrung hat. Und dann, das ist schon happig dann für die, also. Ja, es könnte durchaus interessant werden. Ich meine, ich kann die Liga 10 Level niedriger, ich kann das schaffen, wenn halt nicht zu harte Brocken dran ist, weil wenn halt einfach die Pokémon alles von mir one-hitten, dann kann man so gut sein, wie man will. Dann bringt das nichts. Und, oh, Eisenschweif, die Attacke ist sehr effektiv. Ich habe die Attacke als Müll abgestempelt. Jetzt wird es sich wahrscheinlich rechnen, weil es wird viel Schaden machen. Aber es reicht nicht aus, liebes Electek. So, gut, ich wollte nach dem Kampf eigentlich cutten, aber dann haben wir hier noch das Electek schnell nebenbei beseitigt. Das ist auch okay. Vom Leiter werde ich auf jeden Fall noch mal ganz kurz eine Heil-Session einlegen müssen. Eigentlich kann es auch hier nach dem Part machen, weil zwischen den Parts ist ja immer gut zum Heilen. Man muss ja nicht hier Items spammen dann. Aber er hat hier tatsächlich noch einen Mon-Reitsch, das ist zu riskant, da drin zu bleiben. Ja, komm, Leo, für dich was. Gift-Tieb. Gift-Tieb plus Tief, da können natürlich auch nur auf Tiefschlag gehen. Sicher ist hier auf jeden Fall Altaria. Oh, 48 sogar. Holy crap, das wird mit dem Licht... Ah, Lichtschild machst du. Ja gut, Raichu. Damit, weil es... Habe ich überlegt, ob ich mit dem Tiefschlag rangehe. Das wäre die schlechte Option gewesen. Das wäre eine Vergiftung. Ganz nice eigentlich, wenn es überlebt. Wo ich noch nicht mal sicher bin. Aha, gut, jetzt kann ich es ausdollen. Jetzt ist der Kampf... Obwohl, er könnte den Drang haben. Er könnte den Drang haben. Gift, die werden Drang. Nein, es hat Schaufline. Das ist uncool. Auch nicht weiter problematisch. Die Vergiftung wird es so weit zurechtrecken, dass es dann gleich sterben wird. Jetzt hole ich einfach Defense rein, er wird vom Schaufel nicht getroffen. Das machen wir da ganz lame. Jetzt habe ich zwar Leo um seinen verdienten Lohn gebracht, aber so ist es halt manchmal. Blub, blub, blub. Gift, Raichu besiegt. Die Vergiftung gegen Arena hat er extrem cool eigentlich auch. Ich kann auch mit Toxic Quark leaden, um Nick halt ein bisschen zu... Nee, obwohl Nick Toxic Quark kann ich auch später noch brauchen. So ist es nicht... Ich weiß halt nicht, was der Leiter alles an Monster hat, was die vier Attacken haben, vor allem. Gut. Würde ich sagen, machst du noch einen Kampf mit Toxic Quark. Und dann beende ich den Part, gehe schnell Offcam heilen, dann passt das Ganze. Hala und Defense sollten das hier schon schaukeln, irgendwie. Zur Not müssen wir halt was voll heilen. Ja, obwohl, eigentlich würde ich die Trainer in dem Part hier schon noch so gern machen. Obwohl, ne, komm, mach halt noch einen Trainer im nächsten Part. Das juckt ja keinen mehr. Effektiv gesehen. Hier kommt Luxi und Luxtra rechnen, übrigens auch damit, dass der Leiter das hat. Alles andere würde mich enttäuschen. So, komm, hier einfach noch ein Gift-Hieb. Ich glaube, ich lead tatsächlich mit Leo. Das ist gar keine schlechte Idee. Das ging alles gut dabei. So, Vergiftung, perfekt. Angeberei, da auch wechseln wir gleich raus. Auch kein Ding. Hol mal Defense mit Draco rein. Läuft alles gerade sehr gut in der Arena hier. Nach kleinen Anfängen, die Schwierigkeiten, ja, man merkt halt schon, dass mit Tempo halt so ein bisschen wieder die Flexibilität zurückkommt. Wir haben zwar doppelten Angriff, aber die Verwirrung tut, ist... so gefährlich, das würde ich nicht mal in 100 Jahren riskieren, da drin zu bleiben. Wir gehen dann lieber einfach safe auf den Draco. Wir wissen ja dem die Macht davon. Übrigens würde ich den Teufel-Turnier, also David würde ich diesen Match überhaupt nicht reinholen. Nick auch nicht, weil er zu wenig KP im Moment hat. Übrigens, Drachentanz brauche ich gegen Arenaleiter gar nicht versuchen durchzubekommen, weil Draco Meteor speziell dadurch nicht geboostet mit den Flugattacken anzugreifen ist ein bisschen, naja. Ist interessant, aber würde ich den noch nicht tun. So, Luxio haben wir damit auch weggeklatscht. Ich finde Draco Meteor so geil, die Attacke. Ich liebe sie einfach. Damit beende ich dann den Part von Pokémon Platin. Hoffentlich seid ihr das nächste Mal wieder dabei, wenn es dann mal wieder heißt, knisternde Spannung gegen Volk, damit seinen overlevelten Elektro-Pokémon. Seid gespannt, wie wir uns schlagen werden. Bis dann und ciao!